Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Angespielt, heute von dem Spiel Monster Strike. Sieht nicht schlecht aus. So ein bisschen Halloween-mäßig. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Es gibt anscheinend wieder ordentlich Level, 30 Level, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, bei der 1 steht eine 0 drin. Wahrscheinlich würde ich sagen, fangen wir einfach damit an. So ein bisschen Erklärung wäre nicht schlecht, muss ich sagen. Achso, Select Level oder was? Nee, hä? Ah, okay. Verstehe. Reset. Wir müssen die Ketten entfernen. Ich glaube, wir müssen anscheinend die Viecher kennen. Ja, verstehe. Heißt also, wir haben immer die Aufgabe, diese Monster zu töten mit einer bestimmten Taktik und halt dieses Pendel-Ding halt. Das müssen wir natürlich versuchen hier hinten, da müssen wir das wahrscheinlich hier wegmachen, damit die da kaputt gemacht werden, wunderbar. So. Dann versuchen wir hier erstmal, tschick, den hier weg und... Na, hi, falsch. Reset, please. Blitz. Bam. Level completed. Okay. Das sah ja cool aus. Na, das war... Jetzt habe ich den. Ich habe den angetippt. Ach, dann ist ja noch einer. Okay, verstehe. Dann müssen wir es so machen. Und dann so. Und dann so. Wunderbar. Ja, wir müssen die an die Kante schwingen. Oder wir müssen es einfach nur hier rüber packen. Das ist doch verdammt nochmal. Kann doch nie sein hier. Nein! Was immer falsch. Ich muss jetzt erstmal mit links anfangen. Sonst werde ich es nicht hinkriegen. Okay, so aber. Rope, Cut the Rope. So ähnlich ist dieses Spiel auch gewesen. Also, ich habe mich, glaube ich, das allererste angespielt, was ich gemacht habe, war Cut the Rope gewesen. Oh Gott. So, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal hiermit an. Bam. Bam. Und ja, okay, ich glaube nicht, dass er die beiden trifft. Okay, verstehe. Ja, das ist möglich. Nein! Aber das war echt gut. Muss schon sagen. Der wird so umgenutzt. Den hauen wir dann so um. Gerade so noch. Und den hauen wir dann so rauf hier. Sehr schön. Ach du Kacke. Ja, es wird halt immer ein bisschen komplizierter. Wir haben 4 Gegner, die wir besiegen müssen. Allerdings glaube ich, dass wenn wir das Ding hier fallen lassen... Ja, sogar... Ah, ich hätte gedacht, wir nehmen den noch sogar mit. Das ist natürlich ungünstig. Resetten wir mal ganz kurz nochmal. Wäre ganz toll, wenn er den links mitnehmen würde, aber tut er leider nicht, so ärgerlich. Geht er nur links? Nee, wa? Der bleibt nicht, okay. Gut. Was ist denn, wenn ich das, den hier raufhaue? Okay, die berühren sich gegenseitig gar nicht, das ist mal interessant. Ich habe schon ein Problem, einen einzigen zu bekommen, so an sich würde es wäre schon mal kein Problem. Erstmal machen wir das Ding hier weg. Weil war das richtig so? Weiß gar nicht. Wir resetten ab und zu mal, damit unser Score hoch bleibt. Aber wir kriegen die ansonsten ja gar nicht. Also den rechten müssen wir auf jeden Fall mit der Kette hier kennen. Also ich sehe da keine andere Möglichkeit, den zu töten. Was anderes sehe ich da nicht. Ich könnte es versuchen. Kann man irgendwie schwingen, die Dinge? Muss man... Ne, kann man nicht. Ist ja interessant. Versuchen wir es mal anderweitig nochmal hier gucken, ganz kurz. Ja, 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 der wird schon mal weg. Aber der fehlt natürlich noch der da oben, ne? Kann man jetzt auch nicht missachten. Und der kommt da nicht dahin, weißt du?
Nee, das ist die einzige Möglichkeit, das ist schon richtig, den hier hinzunehmen. Aber das Double ist erschwingt nicht, weil. Ach, verdammt. Muss das anders machen, muss das so machen. Das war Fail. Das war Fail. Er hatte wenig Schwung gehabt. Ja, weil die Kette da oben, die Kugel da oben noch stört. Bam, so jetzt aber. Bam, oh, es hat aber gedauert, ey, holy shit. Da oben liegen Kugeln, die wir also anstoßen müssen. Ich würde mal meinen, das hier erstmal weg. Bam. Weg. Und runterrollen. Mehr Glück als, ja, mehr Glück gewesen wohl eher. Okay. Eigentlich können wir dieses Glied schon mal entfernen. Dann können wir das hier entfernen. Dann müssen wir nämlich dahin. Es sind nur zwei, genau. Ich sehe nur zwei. Wunderbar. Okay. Was ist denn, wenn wir das so hier machen? Na, verstehe nicht so wirklich. Ja, aber eine Kugel reicht ja nicht mehr. Nee, das reicht wohl nicht. Okay. Ich brauche nicht drei Kugeln dafür. Also ich bräuchte drei Kugeln. Oh, doch nicht. Cool. Weg damit. Na, doch nicht weg. Warte, kriegen wir das hin? Cool. Haben wir ihn bekommen, sehr schön. So. Der muss schwingen. Ich glaube, die kennen sich nämlich, glaube ich, sogar gegenseitig. Wobei, da kommt keine Kugel hin in die Nähe von diesem langen Ding. Wir können es aber dort eventuell abstoßen an dieser Kugel. Dann machen wir erstmal ganz eindeutig, packen wir hier den Typen. Zack, der ist schon mal weg. Dann so wahrscheinlich. Na, okay, das war Fail. Ach so, verstehe. Okay, machen wir erstmal weg hier. Ich würde sagen, dass wir das so hinkriegen. Oh yeah. Bin ich gut oder bin ich gut, Leute? Bin ich gut oder bin ich gut? Okay, das ist, würde ich sagen, das ist das letzte Level, was wir hier machen. Was ist das? Okay. Davon wird sich die Kugel nicht abstoßen lassen. Aha, wir machen das nochmal ganz kurz. Bleibt das Ding? Nein, es geht weg. So wirklich bringen tut das jetzt nichts, ne? Wäre es ein Gegner weniger, wäre es einfacher, aber es sind leider zu viele. Aber das Ding schwingt auch nicht. Ups. Bäm! Yeah, okay Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Menü. Und ich glaube, ich habe das Spiel schon fast durchgespielt, oder was? Warum sind die Zahlen rot? 155 und 53? Ja, auf jeden Fall ist das Monster Strike gewesen. Es ist ja so ein Taktikspiel. Da gibt halt viele, viele davon. Schlecht finde ich es jetzt nicht. Also es hat zumindest keine Bugs, sehe ich hier gerade. Es ist recht flüssig.
Und ja, ist so ein bisschen schauriger Hintergrund, aber ist okay. Also wenn es nur 30 Level gibt, dann ist man ja recht schnell durch. Also das ist ja wirklich nicht viel. Ja, wenn ihr spielen wollt, in der Videobeschreibung die Links zu dem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Angespielt. Ciao!